Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead, The Final Season, Episode 2. Wir haben uns in der letzten Folge, wir waren etwas zwischen den Stühlen und hatten die Wahl zwischen Louis, der ein Projekt zu zweit vorhatte, und alleine sein mit Violet. Und ja, wir haben Louis zwar vergeben, aber die Sache hat sich für mich definitiv erledigt und Violet hat meine vollkommene Aufmerksamkeit, denn sie stand immer hinter uns. Ja. Also, Violet. Passiert jetzt gerade das, was ich mir gewünscht hatte in der vorletzten Folge? Dass zwischen Vi und Clem auch was werden könnte, wie zwischen Louis und Clem? Ja. Wir kontrollieren die Mauern? Ja, von da oben. Die beste Aussicht. Wie sollen wir da hochkommen? Bereit zum Klettern? Klettern. Okay. Sieht gefährlich aus. Was ist gefährlicher als Beißer? Oder die Rostlaube, die du fährst? Stimmt. Du bist kein feiges Huhn, oder? Nein. Da fallen mir Chicken Nuggets ein. Erinnerst du dich noch? Nicht wirklich. Ich schon. Die gab's bei uns sonntags. Oma hatte nach der Kirche und vorm Bibelkreis keine Zeit zum Kochen. Deshalb Fast Food. Mann, für ein Nugget würde ich ein Auge hergeben. Wirklich? Denke schon. Ja. Draht, Fallen, Waffen, alles, was wir geplant haben. Das haben wir dir zu verdanken. Du hast es möglich gemacht. Du hältst heute Abend Wache, oder? Ja, AJ und ich. Hast du vorher Zeit zum Abhängen? Klar. Da geht was. Ich habe so ein Radar. Schön. Wow, echt schön. Manchmal brauche ich meine Ruhe. Etwas Abstand von den anderen. Clem, ja? Du kamst wegen der Medizin zurück, wegen AJ. Aber dann hättet ihr gehen können. Das hätte dir den Mist mit den Plünderern erspart. Warum bist du hier? Tut mir leid, wenn ich zu direkt bin. Du musst nicht antworten. Jeder hat so seine Gründe. Wo soll ich denn hin, wenn du hier bist? Das ist schön. Kennst du irgendwelche Sternbilder? Nee. Du? Ich habe in der Schule welche gelernt und dann vergessen. Erfinden wir welche. Komm mal her. Hier kann man sitzen, ohne dass man abstürzt. Ist es nicht so, dass jeder ein besonderes Sternzeichen hat? Das bestimmt den Charakter. Das ist Astrologie, nicht Astronomie. Scheiß drauf, wir bestimmen das selbst. Regeln, Zeichen, Eigenschaften. Weiß eh kein Schwein mehr, wie es früher war. Okay, los geht's. Da, siehst du? Ein Fisch. Also ich bin Krebs. Ernsthaft jetzt? Wie soll ich denn daraus einen Fisch machen?
denke so. So, jetzt braucht er einen Charakter. Klug, hübsch, ein geselliger Typ, hat immer viel Energie. Klingt das wie jemand, den wir kennen? Klug, hübsch? Das mit der Energie ist leicht. Geselliger Typ, dagegen nicht. Klingt nach AJ. Ich drehe mich um und er ist da. Will immer meine Aufmerksamkeit. Dafür liebe ich ihn. Langsam lernt er, mit Leuten umzugehen. Das machst du echt gut. Weiter. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ein Messer. Da oben. Direkt über deinem Kopf. Ja, die sind alle über meinem Kopf. Ah, ja, okay, ich sehe es, glaube ich. Na. Super, das ist leicht. Klug, sauber, brutal, zuverlässig. Jemand, der dir den Rücken stärkt. Lässt sich nichts gefallen, kriegt Zeug gebacken. Das klingt nach dir. Ah, das gefällt mir. Ja. Okay, einmal noch. Da ist ein Vogel. Ein echter Vogel? Nein, aus Sternen. Klemm, ey. Oh, wow, das ist, wow. Nee, dann der? Ah. Okay. Ein Vogel ist frei. Er kann fliegen, wohin er will. Weiter und weiter, ohne zurückzukommen. Nach Süden, Osten, Westen, ganz egal. Man könnte in den Sonnenuntergang fliegen und sehen, wo er endet. Das wäre dein Traum, nicht wahr? Manchmal schon, wenn hier unten alles so schwer ist. Manchmal frage ich mich, wie es ist, schwerelos zu sein. Entschuldige, ich wollte nicht so viel reden. Ich musste nur oft mit ansehen, wie Leute gehen. Familie, Freunde. Sie kommen nie wieder. Aber du kamst wieder. Und jetzt kann ich's mir ohne dich nicht mehr vorstellen. Oh Mann, das klingt echt bescheuert, wenn man es laut sagt. Ich denke oder hoffe, wir sind nicht nur Freunde. Und ich will... Wow. Verdammt. Sehr romantisch. Also... Verdammt. Ach, ist das süß. Oh mein Gott. Oh, scheiße, die wird bestimmt sterben, die Vi. Oh, verdammt. Wird wohl Zeit, dass du Wache schiebst. Bereit? Ja. Ach, und ich wette, wenn wir mit Louis mitgegangen wären, dann hätten wir bestimmt die Chance gehabt, auch ihn zu küssen. Ah, nee, nee, nee. Ich will nichts mehr von Louis. Die Sache ist durch. Die Plünderer. Der Typ. Er wird bei ihnen sein. Abel. Ja. Deine Albträume. Sie drehen sich alle um ihn, oder? Ja.
Ich hasse das verfickte Kackarschloch, verdammt nochmal. Wow, das war jetzt schon übertrieben, oder? Tu ich aber. Versuch an was anderes zu denken. Zähl die Monster, die du siehst. So viel wie sonst auch. 3, 4. Es ist okay, wenn Abel dir Angst macht, AJ. Du kannst damit umgehen. Da draußen sind 10 Monster. Er macht mir keine Angst. Aber wenn er herkommt, gehört er mir. Ich bringe ihn um. Okay? AJ, mir gefällt nicht, wie du redest. Töten ist nie leicht oder spaßig. Tu nicht so, als ob. Meinst du, weil ich wegen Marlin gut sein soll? Ich meine, dass du Töten immer ernst nehmen musst. Jetzt sind es 12. Und wenn wir Schere, Stein, Papier spielen? Hä? Wenn ich gewinne, darf ich Abel zuerst angreifen. Ich schaffe das, Clem. Bitte. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ja, okay. Wirklich? 2 von 3 Runden, du Nase. Und dabei bleibt's. Dabei bleibt's. Du Nase. Halt dich bereit. Oh Gott. 2. Papier. Mist. Papier schlägt Stein. Nochmal. 1. 2. Schere. Ah, nein! Schere ist zerstört. Ich weiß. Nochmal. 1. 2. Stein. War nix. Nochmal. Nochmal. 1. 2. Papier. Mist. Papier schlägt Stein. Gewonnen. Damit ist es erledigt, okay? Okay. Schön dran halten. Ich habe gerade schön gesagt. Ich meine, ich sehe was. Schön. Kein Weißer? Hier, guck mal. Lass mich looken. Ein Pferd? Es ist kein Weißer. Gute Arbeit, AJ. Ein Pferd? Komm, wir müssen Bescheid sagen. Ist das nicht zu laut? Ich komme über das Spiel nicht klar. Sind sie endlich da? Ja. Pass auf dich auf. Ja. Wir sind bereit. Sie haben noch mindestens 4 weitere Leute, alle bewaffnet und Karren, um Leute mitzunehmen. Oh nein. Arschlöcher. Ich glaub's nicht, sie sind hier. Wenn sie reinkommen, lock ich sie hinter mir her. Dann haben Willy und Mitch Zeit, die Bombe zu legen. Ich leg sie unter die Karren, das passt. Ich schwör's. Wenn sie reinkommen, fallen wir zurück. Zum Verwaltungsgebäude. Genau, zu unseren Fallen. Der Stamm ist bereit. Ich hab ihn 2-mal gecheckt. 3-mal. So. Noch schnell ein paar weise Worte? Du hast sie ja schon mal besiegt. Mehr oder weniger. Louis, Schnauze. Egal was passiert, passt auf einander. Scheiße, verdammt! Verdammte Scheiße! Nein! Scheiße! Mist! Verstecken! Scharfschütze! Oma, ich mach das! Versteck dich! Los! Geh! Ich komm klar! Du hast viel Zeit! Geh! Oh, ich kann nicht unter Stress schießen, Leute. Achso.
bitte keine Pferde töten. Ist okay. Beweg dich nicht und sei leise. Was zur Hölle ist das? Ganz ruhig. Das sind bloß Vogelscheuchen. Die meinen's wohl ernst. Verteilt euch. Ey. Oh, ich muss meine Hand entspannen. Lily! Wenn du dich bewegst, schieße ich! So weit wird's nicht kommen! Der Fall ist schneller. Wo sind unsere Rekruten? Das sind nicht eure! Durchsucht den Hof. Schießt auf Clementine, falls sie sich bewegt. Oh mein Gott, ist das spannend. Wir finden sie, Clementine. Und dann holen wir sie. Und dich. Und deinen kleinen Schisser. Nehmt mich! Ihr wollt Soldaten? Okay, nehmt mich mit. Aber lasst den Rest in Ruhe. Das würdest du tun? Du kommst mit, wenn die anderen bleiben? Ja. Du bist anders. Ich bin erwachsen. Das sehe ich. Mann, du bist genau wie er. Lee wäre am Boden zerstört, weil er bei dir alles falsch gemacht hat. Das kleine süße Mädel, das er beschützt hat, entpuppt sich als Biest. Nein. Sag niemals seinen Namen. Ich kannte ihn besser. Niemals! Bitte? Ihr hattet nichts. Hau ab! Jemand hilft mir sicher, die anderen zu finden, auch wenn du dich zierst. Hier haben wir schon mal Leute rekrutiert. Minnie wollte heute mitkommen und dir sagen, wie ihr unser Leben gefällt. Wie glücklich sie ist. Sie meinte, sie hätte hier eine Freundin. Freunde, die ihr fehlen. Ein Typ, der sie immer zum Lachen gebracht hat. Immer. Und ihr kleiner Bruder. Er fehlt ihr am meisten. Nein. Scheiße. Wo sind sie? Ich bring dich zu ihnen. Kann nicht. Bringt sie zurück. Bitte. Es wird leichter, wenn ihr zusammen seid. Hör nicht auf sie, Ten. Du weißt, dass sie lügt. Sie hat dir deine Schwestern genommen. Sie ist schuld. Fuck, fuck, fuck. Mist, Mist. Oh, schön, das Pferd lebt. Wir müssen den Scharfschützen ausschalten. Habe ich sie getroffen? Verdammt! Nein! Mitch! Mitch! Nein! Nein! Tötet, wen ihr müsst! Nehmt die anderen mit! Oh Gott. Folgt ihnen! Die Lily hat dieselbe Stimme wie die Morrigan aus Dragon Age. Oh Gott, nein, Mitch. Fuck, ey. Ach, wo will er denn hin? Kann ihn mal jemand töten? Der riecht mich voll auf, der Typ. Ach so, haben die den gebaut? Ah, den hätten sie anders bauen sollen. Nein! Töte nieder, das Mädchen!
Oh, das war, glaube ich, ihr Freund. Oh. Total für den Arsch. Hab Lilly gesagt, ihr würdet nicht kooperieren. AJ, die Tür! Schließ ab! Deine Freundin Lilly ist diesmal nicht da. Reden wir ein bisschen. Ah. Nur du und ich. Ganz allein. Hm. Ich rede gern. Verdammtes Miststück! Oh, yes. Clem, ich kann nicht. Bleib weg! Oh mein Gott! Leute! Nein, 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 nein. Weißt du, wenn ich jemanden wie dich sehe, schwach, klein, ängstlich und lebendig. Naja, sind bestimmt viele gestorben, damit du überlebst. Jawohl. Oh, sehr schönes Ding. Und jetzt schmeiß ihn raus. Oh Gott. Nein. Wo ist eigentlich Rosi? Der Hund wäre sowas von nützlich. Oh, Scheiße! Was ist los? Oh mein Gott. Verdammt! Ich bin gefallen. Okay, und? Oh. Hm. Mann, das sollte leichter sein. Wieso fällt dir da sonst nicht so schwer? Du bringst mich nicht um, das weiß ich. Warum? Wir waren einmal wie eine Familie. Du tust mir nichts. Oh mein Gott. Oh. Scheiße! Mein Gott, was ein Stress. Geil. Oh, ich krieg grad Paras. Okay, Vi. Louis. Ja, Violet retten. Logisch. Weniger Verluste. Rückzug. Schnell. Rückzug. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich kann nicht schießen. Oh Mann!
Tja, im Bogenschießen macht mir keiner was vor. Das geht aber nur mit dem Bogen, ne? Mit der Pistole klappt das nicht. Ich weiß nicht warum. Deswegen schieße ich am liebsten bei Tomb Raider immer mit dem Bogen. Oh mein Gott, ich bin voll gestresst gerade. Oh, fuck, ey. Ey, das mit Violet, die Entscheidung war ja wirklich nicht schwer. Obwohl er uns schon wieder gerettet hat. Aber... Violet hätte wahrscheinlich sterben können. Louis wurde nur gefangen genommen. Du bist schuld. Nein, Quatsch. Du warst schwach, Junge. Schwach. Du warst so tapfer. So ein liebes Mädchen. Ach, so fein. Ja, supi. Clem, es tut mir leid, dass ich ihr vertraut habe. Ach ja, Mitch, ja. Das ist echt mies gelaufen. Ich weiß nicht, wie das hätte an... Sie haben sie geholt. Asim und Oma und... Oh, Louis. Verdammt, Louis. Hm. Ich weiß. Wir verfolgen sie. Wenn wir es wüssten, würde ich persönlich ihre Wände einreißen. Wir wissen es aber nicht. Tja, wir haben jemanden, der das weiß. Echt? Ach, er lebt noch. Ja, das ist interessant. No. Hm. Episode 2. Lass die Kinder zu mir kommen. Ach, mein Gott. Was? Okay. Leute, es tut mir ultra leid, aber anscheinend, wie ihr seht, ja, es funktioniert nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht warum. Also, ne? Okay, vielleicht zu früh? Ich weiß nicht. James fühlte sich vertrauenswürdig. Oh, James fühlte sich nützlich, weil er AJ mit dem Apfel füttern durfte. James horchte auf, als du sagtest, du stammst ursprünglich aus Georgia. Ruby war angewidert. Ruby war außer sich, als du Marlon die Schuld für alles gegeben hast. Ruby fühlte Trost, als du dein Mitleid über den Fund der Krankenschwester ausgedrückt hast. Abel gefangen. Abel war erzürnt, als du Violet sagtest, sie solle Lily erschießen. Abel war verwirrt, als du Lily sagtest, sie solle dich mitnehmen und die anderen hier lassen. Mitch ist tot. Mitch war wütend, weil du ihm gesagt hast, er solle bei der Beerdigung seine Klappe halten. Mitch fühlte sich bestätigt, weil du die Verbrennung des Beißers unterstützt hast. Ten ist verzagt. Ten dachte nach, als du meintest, die Leute müssten neue Regeln aufstellen. Ten empfand Hoffnung, weil du seine Ansicht teiltest, das Beißer Zeitalter ende irgendwann. AJ fühlt sich reumütig. AJ beruhigte sich, nachdem er in deinem Bett geschlafen hat. Er resignierte, als du nicht anerkannt hast, dass er Abel getötet hat. Abel? Violet sinnt auf Rache. Violet war erleichtert, als du AJ zur Schule zurückgekehrt seid. Als du und AJ. Violet war außer sich, als du ihr deine Gefühle gestanden hast. Lily war unruhig. Lily war dankbar, weil du sie nicht vergessen hattest. Lily war dankbar, dass du ihre Hilfe beim Aufstehen angenommen hast.
Du hast Louis' Entführung zugelassen. Louis beruhigte sich, als du dich für die bösen Worte entschuldigt hast. Louis fühlte sich entmutigt, dass du lieber Zeit mit Violet als mit ihm verbringen wolltest. Louis fühlte sich wegen der Entführung wie weggeworfen. Na, jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Die anderen waren entsetzt. Oma wurde entführt. Asim wurde entführt. Willi war aufgeregt, weil du seinen Baumstammfalle gegen die Plünderer eingesetzt hast. Rosi war glücklich, weil du sie im Hof gestreichelt hast. Und wir haben alle drei Dinger gefunden. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir nochmal aktualisieren können. Aber ich denke, das bringt nichts. Das ist echt schade, das stört mich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, warum das so aktualisiert, um die neuesten Auswahlmöglichkeiten herunterzuladen. Ja, online findest du mehr über deine Entscheidungen heraus, registriere dich und dann natürlich, ja, habe ich, ist alles, aber irgendwie funzt das nicht. Ach ja, stimmt, heißt das Telltale? Ist ja geschlossen worden. Stimmt, das hatte ich ja noch gar nicht erwähnt, aber ich denke mal, einige wissen das von euch, dass die Spielefirma geschlossen wurde, pleite gegangen ist und Also wir hoffen es, oder viele hoffen es zumindest, dass The Walking Dead, The Final Season, also dass die letzten beiden Folgen, die noch erscheinen sollten, auch erscheinen werden. Das hoffen viele. Wäre sonst schade, weil dann würde es heißen, dass jetzt nach der zweiten Episode Schluss wäre. Vielleicht hat man Glück und andere würden sich dieser Reihe annehmen und es zu Ende bringen. Ich habe nicht viel davon mitgekriegt. Ja, aber das könnte vielleicht der Grund sein, warum da jetzt keine Aktualisierung oder so stattfindet. Ich hoffe natürlich, dass wir The Walking Dead, The Final Season wirklich beenden können und dass die dritte Episode und die vierte Episode noch kommen werden. Egal, ob die Firma geschlossen ist oder nicht. Zu der Folge, was kann ich dazu sagen? Mega geil, also ganz zum Schluss richtig Action drinne, stressig, hoch 10, ich fand's geil. Ich weiß natürlich nicht, wie die anderen Entscheidungen hätte aussehen können, dass wir Lily wieder getroffen haben. Ich dachte erst, dass sie aus der zweiten Staffel ist. Weil da waren ja auch zwei Frauen, ich war mir aber nicht mehr so sicher, ne? Ich meine, das ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ne? Und aber da, als sie das dann erwähnte und so, und ja, stimmt, Lily war diejenige, die wohl sowas wie Gefühle für Lee hatte. Ich glaube, die beiden hatten sogar einen Kuss, also das konnte man, glaube ich, auswählen, aber mehr auch nicht. Also ich wüsste nicht, dass die beiden mal eine Nacht zusammen verbracht haben. Und die hat ja dann diese andere kaltblütig erschossen, wegen eines Streites und ist dann mit dem Wohnmobil abgehauen. Deswegen mussten die anderen nämlich den Zug nehmen. So war das. Ja, dass sie das jetzt ist, außerdem, wo ich vorhin schon sagte, die Synchronstimme von der, also das, dieselbe Stimme wie Morrigan aus der Dragon Age-Reihe. Wie die Emma Swan aus Once Upon a Time. Ja, ich find's interessant. Und dass sie jetzt wiedergeholt haben, das macht es auf jeden Fall etwas pfiffiger in dem ganzen Ende. Weil Lily wirklich Reue zeigt gegenüber Clementine, also sie nicht wirklich erschießen kann, das stimmt schon. Aber Clementine natürlich nichts dagegen hat, sie einfach kaltblütig umzunieten. Das mit Louis hatte ich ja schon vorher in den Folgen erwähnt, warum ich mich wie so entschieden habe. Warum habe ich mich zum Schluss für Violet entschieden und habe auch mit ihr dieses Date gehabt? Ja, weil Violet einfach die ganze Zeit zu uns stand und nicht erst hü, dann hot und dann so. Wir haben Louis verziehen und ich meine, dass wir natürlich Violet vor Tod oder vor Entführung retten, ist selbstverständlich, also... Ja, außerdem finde ich das mal ganz, ich finde das immer ganz süß, wenn es eine homosexuelle Beziehung in einem Spiel gibt. Also,
ich mag sowas absolut, weil es halt Neuzeit ist und so, ne? Und ja. Was kann ich noch sagen? AJ hat ja zumindest diesmal keine Scheiße gebaut. Ich glaube, wir haben auch diesmal die richtigen Entscheidungen getroffen. Hoffe ich zumindest. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass es weitergehen wird. Und ja. So. Mal gucken. Kommt noch was? Wahrscheinlich nicht so, wie das passiert in der nächsten Folge. Wird wahrscheinlich nicht kommen. Ne. Ich bin nicht angemeldet? Das kann ja gar nicht sein. Ach ja, hatte ich ja schon erzählt. Weil wahrscheinlich, ne? So, lass mal gucken. Episode wollte ich mich einmal angucken. Demnächst, da steht zwar, wie gesagt, also es steht da, dass am 6. November die dritte Folge kommen wird. Und am 18. Dezember die vierte Folge. Okay. Aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich wollte nochmal das Bildchen einmal ansehen. Ah ja. Aber man weiß es nicht, ne? Wie gesagt, Telltale wurde geschlossen und ja, keine Ahnung, ob sie das noch zu Ende führen. Eigentlich auch schade drum, denn das heißt auch, dass es keine zweite Staffel von Game of Thrones von denen geben wird. Etwas, was mich ziemlich traurig macht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich meine Entscheidungen definitiv anders gefällt. Aber naja, so, wir sind jetzt erstmal zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh no.